Ja, Leute, heute gibt es etwas ganz Besonderes und zwar ein kleines Quiz, um genau zu sein, wer wird Millenniumsmillionär? Und naja, das Ganze ist im Stream entstanden, also ihr könnt jetzt mitraten, schreibt mal in die Kommentare, wie viel ihr richtig gehabt hättet. Und wichtig zu erwähnen ist, ich streame, ja, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitch und jetzt ziemlich regelmäßig, immer so montags oder mittwochs, also schaut einfach mal vorbei und ich würde sagen jetzt viel Spaß mit dem Quiz. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge. Wer wird Millenniumsmillionär? Heute habe ich mir natürlich die Creme de la Creme rangeholt. Und zwar der, der das meiste Wissen über den Anime hat und hier sicherlich alle Fragen ohne Probleme beantworten soll. Und zwar, wir haben hier den einzigartigen C zu dem K, CK Phoenix! Oh mein Gott, das war epischer, als ich erwartet hatte. Ja, was Musik alles so ändern kann, ne? Ja. Bist du bereit für die erste Frage und die erste Runde? Aber sowas von. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Los geht's. Ja, die Musik macht etwas, die macht was mit ein. Okay, wir fangen an. Und zwar, erste Frage. Was ist die Lieblingskarte von Yugi Muto? A. Exodia. B. Der bläugige weiße Drache. C. Kuribo. Oder D. Der dunkle Magier. Ja, das geht ja direkt ganz schwer los. aber ich würde mich ganz knapp für D, den dunklen Magier, entscheiden. Ja, kommst du zu dieser Annahme? Ja, ich habe da so 224 Folgen des Anime geschaut, da kam da das ein oder andere mal vor, meine ich. Es kam sogar ziemlich früh vor im Anime, ne? Ja, im ersten Duell. Echt? Also im ersten Duell sagt er das schon? Ich weiß nicht, ob er es da schon sagt, aber er beschwört ihn schon in der ersten Folge gegen Kaiba. Ja, genau, das ist richtig. Tja, denn es ist falsch, es war Kuribo, das heißt, richtige Antwort! Ja, komm, wir wollten natürlich ein bisschen Spannung halten. Ja, das Ironische ist, ich hatte schon Angst, dass irgendwo, also irgendein Anime gesagt wird, irgendwann ist das eine andere Karte und das ist da doch nicht die dunkle Magier, aber ja, ist dunkle Magier. Er sagt es sogar im Anime wortwörtlich, hier, das ist meine Lieblingskarte hier und zeigt die ganze. Ich meine, Jaden Yuki, ne, meine Lieblingszauberkarte, wilde Hälfte, das wäre kritischer geworden. Wie ist das eigentlich? Die Frage habe ich mir auch überlegt. Was ist die Lieblingskarte von Jaden? Ich weiß nicht, ob er es sagt, aber wahrscheinlich geflügelter Kuribo. Ja, aber es hätte auch Flammflügelmann, Neos, also es können so viele sein. Aber egal. Einige sein können. Ja, guck mal, erste Frage ist auch ein Kindergarten für dich. Ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Let's go! Und zwar, nächste Frage. Auch eigentlich relativ einfach. Und zwar, die nächste Frage lautet: Wie viele Karten dürfen aktuell maximal im Side-Deck gespielt werden? A10, B15, C0 oder D5? Das sind ja ganz klar 15 Side-Deck-Karten. Möchtest du B einloggen? Da bin ich mir relativ sicher, ja. Okay. Wir machen hier keine Faxen drum. Das natürlich richtig. Ja, aber ich meine, es ist ja auch eine einfache Frage. Ne? Es wird ja immer schwierig. Guck mal, Chat ist auch im Start. Keine Ahnung, irgendwer trollt hier. Leute, E gibt es nicht. Weiter geht's. Nochmal, Fun Fact noch dazu. Ja? Früher musste man 15. Also entweder 0 oder 15. Mittlerweile darf man 0 bis 15. Genau, richtig, ja. Kann man auf jeden Fall machen, ja, definitiv, ja. Leute beschweren sich beim Extra-Deck ein bisschen mehr, aber wir sind jetzt hier beim Dings. Egal, wir gehen rein, wir müssen schwerer werden, Leute. Also, es geht weiter hier. Die nächste Frage hier. Wir kommen zur 200 und die nächste Frage lautet: Wie viele Yu-Gi-Oh! Animes gibt es aktuell? 6, 7, 8 oder 9? Ja, also Dual Monsters, GX, 5Ds, Zaxo, Arc 5, Reigns, Sevens und dann Go Rush. Das müssen ja 8 sein. Oha, aber ist nicht Dingsabumster. Warte, was hast du gesagt? Du hast jetzt 8 genannt, ne? Ja, also kommt drauf an, wie du das jetzt definierst. Ja, also wenn man das googelt sozusagen. Okay, also. Meinem Verständnis nach gibt es 8, weil es sind halt der OG-Anime, GX, 5Ds, Zaxo, Arc 5, Reigns, Sevens, Go Rush. Und Go Rush ist ja der aktuellste.
nicht, dass ich, also keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob Capsule Monster irgendwie als eigener Anime zählt, dann sind es 9. Nee. Ich weiß jetzt nicht, wie das geruht ist oder so, keine Ahnung. Genau, also gehen wir auf C8. Ja, ich denke schon. Also das Ding ist, sagen wir mal so, ne? Es stimmt, Rush Rule gibt es 2 Staffeln, das zählt getrennt, das sind 2 Animes. Hast du ja auch richtig aufgezählt. Ja. Genau. Und theoretisch gibt es einen 9., weil er angekündigt wurde, es soll ein 9. Anime kommen, aber es gibt ihn noch nicht. Den gibt's ja noch nicht, ja. Das bedeutet, das ist natürlich richtig! Ich dachte jetzt kommt irgendwas, was ich nicht weiß. Okay. Ohne Witz, ich habe gegoogelt und es gab irgendwie so Leaks, 9. Staffel. Ich denke mir so, ist das jetzt offiziell schon? Habe ich da was verpasst? Was? Okay, wild. Ja, keine Ahnung. Also ich habe gehört, dass da einer kommen soll, aber ich dachte mir, den gibt's ja noch nicht. Ja, genau. Okay, das war ja auch einfach. Das war ja auch nur die 200-Euro-Frage. Wir kommen langsam zur 500-Frage. Man weiß ja, bei 500 ist man erstmal safe, weil auch wenn man verliert, rutscht man da runter. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Frage. Für dich hier gar kein Problem. Die nächste Frage lautet wie folgt. Und zwar, wie viele Eigenschaften gibt es aktuell? 5, 6, 7 oder 8? Und hier gibt es schon Confusing in deinem Gesichtsausdruck. Das ist richtig, denn wir müssen hier... bei Eigenschaften? Nee, gibt es keine Confusing. Alles gut, Eigenschaften ist alles klar. Ja, also, die Falle ist natürlich 6. Ne? Also Licht, Finsternis, Feuer, Wasser, Wind, Erde. Aber natürlich gibt es auch göttlich, deswegen 7. Ja, komm. Ich meine, bei so kompetenten Antworten, was soll ich denn da machen? Also, locken Sie das ein? Selbstverständlich. Okay, wir gehen auf C. Und das ist, ja, Leute, was soll ich sagen? Das ist natürlich... Ja, was soll ich hier sagen, Mann? Es ist zu einfach für dich. So, los geht's. Oh Mann, ey, das war Fail hier. Egal, weiter geht's. So, nächste Frage. Und zwar, welche Karte passt nicht in dieses Muster? A, Gerümpelsynchronisierer. B, Schwarzflügel, Gale, der Wirbelwind. C, Roter Rosendrache. Oder D, Finsterer Resonator. Ja, natürlich, Gerümpelsynchronisierer, Gale, der Wirbelwind und Finsterer Resonator, alle Stufe 3, Finsternis, Empfänger von Yusei, Jack und Crow, Roter Rosendrache, passt nicht rein. Welche Eigenschaft hat ein Roter Rosendrache? Ist entweder Feuer oder Finsternis. Feuer oder Finsternis? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube Feuer. Der ist Dark. Der ist auch Dark. Ja, aber der ist nicht Stufe 3 und hat nicht 1300 ATK. Der ist Empfänger und Stufe 3. Wie viel ATK hat der? Weiß ich jetzt nicht. Hä? Willst du C einloggen? Hä? Ja, dann ist ja die Frage, was ist denn das Muster? Also ja, genau, das musst du jetzt wissen. Was ist das Muster? Es ist, dass die Empfänger sind? Ja, dass sie alle Empfänger sind, weiß ich. Ja. So. Okay, sie sind alle Dark. Ja. So. Alle Stufe 3. Ja. Okay, aber wie gesagt, A, B und D haben alle 1300 ATK. Ich weiß nicht, ob das auf Roter Rosendrache zutrifft, aber ich denke nicht. Okay. Ich lock das mal für dich ein. Also. Man könnte noch sagen, das sind die Main-Empfänger von den Charakteren. Also genau. Der Main-Empfänger von Yusei, der Main-Empfänger von Jack, der Main-Empfänger von Crow, der Main-Empfänger von Akiza wäre, keine Ahnung, Roter Rosendrache. So. Den hat sie ja nicht gespielt, den gab es ja nicht im Anime. Das ist auch richtig. Und ja, es ist natürlich wahr, du hast recht. Er hat nur 1000 Artikel. Das bedeutet also... Ja, aber da habe ich dich noch ein bisschen verunsichert, muss ich sagen. Ne? Da muss ich ein bisschen verunsichert. Ja. Das stimmt. Das okay, stimmt. Okay. Ja, das Ding ist, ich wusste, dass du das wusstest. Also das war halt eigentlich eine zu einfache Frage. Habe ich, glaube ich, sogar schon mal ein Video drüber gemacht oder so. Ja, ein Short hast du darüber gemacht. Ja. Naja, egal. Es wird schwieriger. Ich meine, wir haben noch genug Zeit, also wir können chillt sein. Und ja, es geht auf jeden Fall nach oben. Weiter geht's, nächste Frage. Wir sind bei 1000 Euro angekommen. Das ist jetzt langsam schon eine Sache, wo man sagen kann, ja, okay. Nächste Frage. Ja, sei gespannt. Und zwar, welcher Charakter stellt Bujin Yamato dar? A, Jane, B, Chess, C, Bashen oder D, Zane? Oh, wer ist nochmal Yamato? Das war der erste. Ähm.
Ah, da hast du mich. Da hast du mich, ja. Ich dachte, so ein Anime-Effekt, das ist ja indirekt ein Anime-Effekt. Ja, ich weiß. Also ich weiß auch, dass die auf den Charakteren basieren. Ich weiß aber jetzt Yamato gerade auswendig nicht. Ja, das verstehe ich. Wenn ich jetzt ein Bild hätte, wäre es natürlich zu einfach. Ja. Also wir können aber eben, du denkst ein bisschen nach. Also man muss ja so sagen, also die Bujins, da sind die Anime-Charaktere drin. Das wissen vielleicht einige nicht. Also im Muster sind die zu sehen. Jetzt ist halt wirklich nur die Frage, welcher ist das? Also bei Yamato würde es ja eigentlich Sinn machen, wenn er Jaden wäre, weil der ist ja der Main Bujin. Ja, so. Das ist, das würde ich jetzt sogar mal als Nicht-Hinweis geben, ist richtig. Ja. wenn es Chaz wäre, das wüsste ich. Ich habe irgendwie Chaz falsch geschrieben. Dezent, aber ist alles gut. ja, das. Also Bastion und Zane wären so random. Also. Es muss eigentlich Jaden sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür Joker verschwenden will. Ich meine, es ist natürlich noch eine 1000-Euro-Frage. Also, es ist natürlich eine leichtere Frage noch, ne? Ja, das stimmt. Hat der nicht auch so einen roten Hintergrund? Ich habe die Karte gerade nicht vor Augen. Ja gut, wenn ich sie vor Augen hätte, dann wüsste ich es ja. Ich muss mal eben selber was nachgucken. Nicht, dass ich hier einen Fehler drin habe. Aber überleg mal, also du sagst, Yamato ist the main monster, right? Ja, safe. Ist ja der OG sozusagen unter den Bujins. Ja, genau. Ja, dann würde es ja Sinn machen, dass es Jaden wäre. Ja, das ist richtig. Ja. Ich meine auf jeden Fall, weiß ich nicht. Ich bin am struggeln, ob es eventuell Bastion sein könnte, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es den überhaupt gibt, aber wenn, dann kam der, glaube ich, später. Eieieiei. Oh, ich bin so unsicher. Das gehört dazu. Ich meine, sagen wir es mal so, ja? Was ist dein Auftrag? Ist dein Auftrag hier die Million abzuholen oder möchtest du einfach nur ein bisschen hochkommen? Ja, keine Ahnung, du hast mich ja übertrieben gehypt und der Chat sagt schon zweimal die Million. Ich gehe ja hier schon mit Druck des Todes rein, okay? Ja, da musst du ja all in gehen, oder? Dann kannst du ja nicht bei so einer einfachen Frage jetzt einen Joker benutzen. Ja, komm, es ist Jaden. Jaden Spooky. Du lockst es ein? Ja. Okay. Also, es gibt halt die Bujins, die im Anime-Charaktere Referenzen haben. Zane existiert nicht als Bujin. Das wusste ich, glaube ich, sogar. Ja. So, es ist aber, die anderen drei existieren. Und zwar, Bastion ist Bujin Arasuda. Ja, Chess ist Bujin Mikazuki und ja, Leute, wir haben's. Das ist natürlich richtig! Okay. Ja, ich habe ja gesagt, zwischen Jaden und Bastion struggle ich, weil bei Zane wusste ich, dass es den nicht gibt. Und Chess, wenn der das wäre, wüsste ich. Deshalb, ich habe gestruggelt zwischen Jaden und Bastion. Es macht Sinn, dass er es ist, weil er ist ja der Main Guy. Genau, das war auch meine Intention dieser Frage. Okay. Aber ich meine, Leute. Das war jetzt viel zu einfach. Wir werden schwerer und schwerer. Das glaubt man, du. So, nochmal hier an den Chat und auch an die YouTube-Kommentare. Leute, ihr könnt natürlich mal mitspielen. Schreibt rein. Kein Problem. Wir gehen in die nächste Frage. 2000-Euro-Frage. Ich weiß nicht, ob du dafür ready bist. Vor allen Dingen, die Musik ändert sich. Stimmt, ja. Du hast an alles gedacht. Und zwar, die nächste Frage lautet wie folgt. Und zwar, welche Karte ist nicht von Typ Vieh? Heldo die heilige Bogenschützin, B. Feenkönig Albwerdig, C. Visas Samsara oder D. Verbanner des Lichts. Also ich weiß, dass Verbanner des Lichts Safe ist und Keldo auch. Ach krass, das sagst du einfach so straight raus? Ja. Okay. Ja, ich meine, ich weiß ja nicht, was dein Wissen beinhaltet. Nein, also Verbanner des Lichts ist Safe und Keldo. Das Thema von denen ist ja, dass die Erde Fee sind. Ja, das ist, das würde ich mal unterstreichen jetzt so. Dann Feenkönig Albwerdig, vielleicht ist das die Falle. Ich meine, es könnte bei dem sogar sein, dass der vom Typ Pflanze ist. Ich meine, da war was. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Und Weiser Samsara kenne ich nicht, das ist wahrscheinlich eine neuere Karte, oder? Die gehört wahrscheinlich zu Weiser Starfrost, oder? Ja, gehört zu der Lore. Ja, super, das ist ja mein Lieblingsthema. Dead Front. Also, ich bin mir relativ sicher, dass Feenkönig Albwerdig Bait ist und dass er eigentlich vom Typ Pflanze ist. Okay. Ich weiß aber nicht, ob ich das einloggen soll. Andere Frage. Also, ja. Du kennst die Karte sogar, oder wie? Also, du weißt, welche Karte. Albwerdig? Ja? Ja, das ist dieses Erde Rang 4, der sagt, du kannst Material abhängen, alle Nicht-Erde-Monster verlieren 500 ATK, meine ich. Oha! Ich feiere ihn einfach, weil er gefühlt ein Meme ist vom Gesichtsausdruck, wie er da so sitzt, so. Was mache ich denn? Nein, das Artwork von der Karte! Ach so. Er sitzt ja. Da so wie der Big Boss, so im Stuhl, so, ja, Fußvolk. Gibt's nicht sogar eine alternative Version von der Karte, dann als Queen? Das ist doch so eine Matchwinnerin, oder? Boah, du, da bin ich jetzt raus. Ja, keine Ahnung. Die Karte hat man früher in Magie-Deutsche gespielt. Das habe ich damals gespielt, deswegen weiß ich das eigentlich. Junge, ich kenne halt diesen Kack-Samsara nicht, sonst wäre das eine einfache Sache. Jeder würde bei B verzweifeln, was das ist, und du sagst, ja, der kann sogar das und das. Und bei C so, alle, also, das ist halt voll die neue Karte. Ja, ich bin jetzt der sich nicht mit den neuen Karten auskennt. Das ist wahrscheinlich jeder, der so sich mit der Lore auskennt, denkt sich, Junge, was ist mit dir los? Nee, das stimmt nicht. Also ich sag mal so, wie das Samsara, ich kann ja den Chat sehen, den du nicht hörst. Den haben etliche ebenfalls hier falsch eingestuft. Also hier wird nicht geschrieben A, B, C, D, sondern hier wird geschrieben zum Beispiel, ja, der ist doch das, der ist das, der ist das, der ist das. Aber ne, einige sind hier falsch. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einen Joker. Eigentlich 50-50 wäre am besten, wenn dann entweder Albwerdig oder Samsara rausgeht. Aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ich 50-50 mache und genau die beiden bleiben. Ich kenne dich. Ich weiß, Feenkönig Albwerdig ist Bait, der ist Pflanze. Okay, also lockst du B ein. Ja. Also, ich meine, das Schöne ist ja, du droppst ja nur auf 500 Euro runter, wenn du falsch liegst. Ja. Ist ja so. Dann ist die erste Runde vorbei, so. Und zwar, Keldos Fee, das ist richtig. Verbannerstrahl des Lichts, dachte ich, wäre Hexer, ist aber wirklich auch eine Fee, hast du vollkommen recht. Ja, wie der Samsara. Der ganze Archetype hat sehr verschiedene Typen. Sehr verschiedene Typen. Weiß. Die haben Hexer, die haben Krieger und die haben auch Feen. Jetzt ist die Frage, ob wie der Samsara eine Fee ist und B richtig ist. Und ich lasse ihn weiter zittern. B ist richtig! Oh, let's go! Ja, ich war mir relativ sicher, aber weil ich den anderen nicht kannte, deswegen habe ich so lange überlegt. Ja, also ist krass, dass du alles weißt. Effekt, alles so. Das ist heftig. Aber ja, es war der Bait. Er ist Feenkönig. Ich meine, was ist das? Ja, habe ich auch nie verstanden. Der Klassiker, der nicht zum Volk gehört, der herrscht. Let's go. Ich glaube, man kann sogar Muster erkennen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Queen. Ja, aber egal. Ich kenne mich damit der Lore nicht aus. Ist auch egal. Wir gehen in die nächste Frage. So. Du merkst, es wird bereits ein bisschen schwieriger. Mhm. Und auch die nächste Frage wird nicht einfach selbstverständlich. Und zwar, die nächste Frage lautet: Welches Monster gibt es nicht auf der Verbotsliste? Welcher Typ? Ach. A. Donner, B. Fisch, C. Ungeheuer oder D. Seeschlange? Boah, was? Ja, ich als jemand, der sich ja sehr viel mit den verbotenen Karten in der Zeit beschäftigt hat, müsste das ja eigentlich wissen. Also man muss ja erstmal sagen, es sind schon sehr seltene Typen drauf, ne? Also muss man ja sagen. Kurze Frage, zählt für Verbotsliste nur verboten oder auch limitiert, semi-limitiert? Nee, boah, du, da bin ich jetzt überfallen. Ich weiß, kann sein, dass ich dann so weiß, sage ich nur verboten. Okay, ja. Ja, du, Koloss ist ja jetzt wieder da. Ja, Koloss ist wieder da. Der war Zander, das ist richtig. Nee, warte mal. Sprite Dings ist Donner. Hier, wie heißt er? Link 2, Sprite 11? 11, ja. 11, ne? Ja. Ja, der ist Donner.
Oh, der das war schon mal nicht smart. Der Chat wäre drauf reingefallen. Ja, dann muss ich weiter überlegen. Ungeheuer. Was gibt's für verbotene Ungeheuer? Ja, wenn ich dir das jetzt sage, beantworte ich die Frage, ja. Ja, Fisch und Seeschlange ist auch so. Ah, Seeschlange ist Laval Chain. Oha, er packt aus! Was ist los mit ihm? Ja, doch, doch, die ist Feuerseeschlange, das fand ich immer weird. Fisch oder Ungeheuer? Gibt's einen verbotenen Fisch? Das ist die Frage. Oder ein verbotenes Ungeheuer? Ja, also von der Logik her würde ich sagen, es gibt eher ein verbotenes Ungeheuer, weil Ungeheuer einfach mehr vertreten ist. Mhm. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Was gibt es denn? Also, Chat, ihr trollt doch zum Teil hier. Das ist ja unglaublich, was ihr reinschreibt. Ja, wie gesagt, ich kann den Chat nicht lesen, deswegen keine Ahnung. Boah. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen länger dauert. Nein, du darfst. Darfst. Gibt's einen verbotenen Fisch? ich weiß nicht, ob das die Falle ist. Ja. Aber Fischborg Strahlschütze, ist der Fisch oder ist der Seeschlange? Der müsste Fisch sein. Ja, wenn das so wäre, dann wäre die Antwort ja leicht. Aber als ob es kein verbotenes Ungeheuer gibt. Also Ungeheuerkrieger, safe, aber gibt es kein verbotenes Ungeheuer? Hm. Fischbock, Strahlenschutz, der muss Fisch sein. Oder ist es so ein Feenkönig, der ist dann Pflanze? Das ist so ein Feenkönig, der sich einfach woanders einstuft. Nee, Fischbock, der muss doch Fisch sein. Mhm. Soll ich für dich C einloggen? Ja. C einloggen? Ja. Kein Joker? Kein Joker. Elf, Fischborg und Laval Chain. Also. Donner, hast du vollkommen richtig gesagt. Seeschlange, hast du auch die richtige genannt. Ungeheuer hat sehr viele Monster. Sehr viele Monster. Ja, ich weiß. Aber hat keinen auf der Verbotsliste. Let's go. Und ja, Fischburg ist Fisch. Ja. Aber Respekt, dass du... Alter, guck, ich muss die Fragen auch schwer machen hier, weil der kommt auch... Ja, nicht nur, haben wir einen Donner, haben wir einen Fisch? Nee, er nennt alle Namen, der kann auch Effekte und alles sagen. Was ist denn hier los, ey? Ja, keine Ahnung. Okay. Krass, nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ich war aber auch überrascht. Es gibt Ungeheuerkrieger, aber Ungeheuer gibt es wirklich nicht. Ja, Zodiac. Ja, genau. Haben literally heute noch drüber geredet. True. Dann würde ich sagen, geht's in die nächste Frage und glaub mir, es wird nicht leichter. Kommen wir zur nächsten Frage. Achso, ich muss noch sagen, dass es hier richtig ist. So. Und zwar, die nächste Frage lautet: In wie vielen Jahren gab es keine Tinbox bei uns im TCG? A. 0 mal, B. 1 mal, C. 2 mal, D. 3 mal. Wichtig als Randinfo, zu Tinbox gehört natürlich alles, ne? Also die Megatin, die Tinbox, die Collectible Tins, also das, die haben ja alle Namen, unterschiedliche Namen gehabt. Aber es sind alles Tins, ne? Also sind wir uns hoffentlich einig. Genau. Wie oft gab es keine? Das ist jetzt die Frage. Also... das ist jetzt schwierig. Kannst noch ein bisschen nachdenken. Ich werde noch mich ein bisschen aufklären. Tinboxen sind spezielle Boxen, die von Konami natürlich rausbringen, wo es meist, nicht immer, aber eine Promo gibt, eine besondere Karte, die sehr spielbegehrt ist, damals Cyberdrache oder ähnliches. Aber heutzutage gibt es auch welche ohne Promos, das gibt es auch. Und dort sind immer die Reprints der letzten Jahre drin. Genau. Ja, okay, also gehen wir mal so chronologisch zurück, also von jetzt zurück. Also es gab ja die letzten 10 Jahre oder so gefühlt immer Tints. Ja. So, also es gab ja jetzt diese ganzen Ägypten-Tints, dann die 25 Jubiläum. Davor gab es Gold-Sarkophag, davor gab es irgendwas mit Jaden und Yusei, davor gab es mal Yugi und Kaiba. Davor gab es diese, 2014 waren das, glaube ich, Megatints mit, was war das, Finstere Rebellions, Xyz-Drache oder so. Dann
2013 gab es die Dragon Ruler, meine ich. 2012 gab es, weiß ich gar nicht aus dem Kopf, aber da gab es auf jeden Fall auch welche. War das Excalibur? Weiß ich nicht. Ja, Excalibur gab es auch als 10, ja. Ja, Excalibur, glaube ich. Evo Zadolka, genau. Nummer 17, Leviathan-Drache, war, glaube ich, 2011. 2010 war, glaube ich, schwarzgeflügelter Drache oder so. 2009 war irgendwas majestätischer Sterndrache. 2008 war 5Ds, das war Sternstaubdrache, Rotdrachen, Erzunterweltler, Schwarzer Rosendrache, Turbokrieger. 2007 war GX, das war, glaube ich, mit vulkanisches Verdammnisfeuer und so, wenn mich das nicht täuscht. 2006 müsste Neos, so irgendwas in die Richtung gewesen sein. 2005 weiß ich jetzt gerade nicht. Also ich weiß, wenn wir 2004 gab es, also 2005 weiß ich jetzt gerade nicht, was für welches gab. 2004 war, glaube ich, Exarion Universe und so. Ja, nee, die gab es 2000. Aber die gab es als 10 auf jeden Fall. Exarion war 2005, das war bei GOAT. 2004 gab es auf jeden Fall Tins. Das war, meine ich, war das mit Raketenkrieger und so? Ich weiß jetzt nicht, ob es, also 2003 gab es safe auch welche. Das war, glaube ich, Dark Magician Girl und so. Ich weiß nicht, ob es 2002 welche gab. Das ist ja die Frage. Darf ich mal was anmerken? Ja. What the fuck machst du hier? Weißt du, der Schätzer? Na, keine Ahnung, ich rat mal. Er zählt alle Tins der Jahre auf. Die Fragen sind viel zu leicht, Mann. Er weiß einfach alles. Ja, ich weiß jetzt gerade nur nicht aus dem Kopf, ob es 2002 Tins gab oder nicht. Also du wärst auf jeden Fall mein Telefon-Joker bei Wer wird Millionär Yu-Gi-Oh! Edition. Ja. Das war das erste Jahr TCG. Gab es da schon Tins? Das ist jetzt die Frage. Also 2003 gab es safe welche und dann, glaube ich, seitdem jedes Jahr. Okay. Ob es jetzt 2002 schon welche gab oder nicht, das ist die Frage. Also 0 oder 1 ist es. Ja, also was sagst du? Wie viele sind es? Also du, nein, also du hast ja gerade, okay, das heißt dann, dass es, zwischen welchen Zahlen schwankst du jetzt? 0 oder 1. Ja, also es hängt davon ab, ob es 2002 welche gab oder nicht, das weiß ich leider nicht. Hm. Also jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Schwierig. Ja. Das wäre eigentlich wieder so eine 50-50-Joker-Frage. Könntest du machen. Ich habe die 50-50-Joker hier. Ja, wenn dann aber 0 oder 1 also beides bleibt, dann... Das Ding ist, ich wünschte, ich könnte bestimmen, was stehen bleibt, aber das ist Zufallskinder. Ja, aber will ich den jetzt hier benutzen, ist die Frage. Gab's 2002 schon Tints? Ich würde eigentlich sagen, nein. Sicher? Relativ. Die Frage ist ja eher, du, also bei dir müssen wir ja so anfangen. Du hast ja gefühlt einfach alle aufgezählt. Ja. Welche Monster hätten da drin sein können denn? Also ich weiß, Klingenritter, der kam aber später. Schwarzes Magiermädchen, die kam aber auch erst 2003. Pantherkrieger, der kam aber auch erst später. Riesenschildgärtner kam auch erst später. Es müsste eigentlich dann 2003 die erste TIN gegeben haben. Das bedeutet, es gäbe ein Jahr ohne TIN. Ich kann mich jetzt nicht an irgendein Monster aus einer TIN erinnern, was es 2002 schon gab. Naja, ne, dunkler Magier oder so ging halt immer, ne? Ja, aber davon gab es ja keine TIN. Ist das so? Gab es eine dunkle Magier-TIN? Was war denn 2003 in der TIN? Ja, das war dann so Richtung Pantherkrieger, denke ich mal. So Pantherkrieger, Raketenkrieger, irgendwie sowas. Also,
Also, wie sehr will ich jetzt hier helfen, ist die Frage. Ich bin echt mega unsicher. Tut mir leid, wenn das so lange dauert. Nein, das ist vollkommen okay. Wir wollen ja auch hier ein bisschen Spannung haben. Nach 2 Minuten wollen wir doch nicht, dass hier vorbei ist. Ja, sage ich jetzt 0 oder sage ich 1? Gab es 2002 schon Tin? Ja, dann gehen wir mal so vielleicht chronologisch durch. Ich weiß auf jeden Fall, März 2002 war das, glaube ich, kam LOB. Dann kam so, ich glaube, war das Juni oder Mai? Da kam, nee, die Starter-Decks kamen 3 Wochen später. Ich glaube dann Metal Raiders kam so, es kam so Mai oder Juni 2002. Bell Ruler war ja dann als nächstes, vielleicht noch Tournament Pack oder so dazwischen. Weiß also, nicht. Also sagen wir es mal so, so. Ja? Also ich gebe jetzt. Also das Ding ist, ne, man muss sagen, du bist krank. Und du kriegst meinen Respekt dafür, dass du alle Tins der Jahre aufziehen kannst. Ja. Das ist Respekt so. Und deswegen gebe ich dir jetzt hier einen kleinen Tipp. Okay. Aber das heißt noch nicht, dass das die Antwort ist. Okay. Das ist natürlich klar. Aber es gab eine Tinbox. Mhm. Mit dunkler Magier und Blue Eyes. Und herbeigerufener Totenkopf. Das schreit nach 2002. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Jetzt musst du entscheiden. Das schreit nach 2002. Es schreit absolut danach. Also, ja, wenn du mir das so sagst, oder das ist jetzt ein Bait. Nein, sowas würde ich niemals, ich würde dir doch nicht ins Messer laufen lassen. Ja, demnach müsste es ja dann 0 sein. Soll ich 0 einloggen? Komm, ja. Wir sind bei 0. Ja. Also. Tin ist das beste Produkt. Und Dark Magician und Herbal von Tonkopf und ich weiß noch was, waren auf jeden Fall die ersten Tins quasi. Sie hießen halt nicht Tin, sie hießen Booster Pack Collection Tin. Deswegen habe ich ja gesagt, ne, Tin, alle Tins. Ja, und wenn man das natürlich als Tin zählt, dann sind 0 richtig. Okay, oh mein Gott. Ja, gut. Ja, ja, okay. So. Genau, also ja, ist ein bisschen special, verstehe ich, aber ja, da musste ich mal hier. Ja, der Tipp war natürlich ein bisschen da, aber ich denke mir so, ey, ganz ehrlich, du hast einfach alles aufgezählt. Also, was ist das denn? Das ist ja crazy hier. Respekt auf jeden Fall. Also, wirklich Respekt. Ja. Das ist ja anders krass, auf jeden Fall. Danke, danke. Mich ärgert es trotzdem, dass ich es nicht sofort wusste. Tja. Guck mal, Leute, das sind so die Probleme, die man hat. Ne, also man ärgert sich, man erfreut sich nicht über die Antwort, sondern man sagt einfach, ja, das ist schon, das ist ja blöd. Ja, das ist, ja. Egal, wir wollen nicht lange dran meckern. Du musst deine Kapazität noch haben. Wir kommen zur 16.000-Euro-Frage und die Frage hilft dir abzusichern, wenn du runterfällst. Das heißt, ab da kannst du ja falsch liegen. Also die musst du natürlich noch richtig beantworten, aber danach ist das ja ganz einfach so. Aber du merkst, die Fragen werden schwieriger. Und definitiv. Es wird jetzt auch wieder schwieriger. Nächste Frage. Und zwar, die nächste Frage lautet: Seit welchem Jahr darf der First Turn Player keine 6. Karte mehr ziehen? 2017, 2008, 2011, 2014. Das ist safe 2014. Wie? Da wird jetzt nicht mal überlegt, oder was? Nein, das weiß man. Also ich weiß, keine Ahnung, vielleicht weiß das auch noch ich weiß es, aber 2014, also ich weiß alleine schon aus der Zeit, wo ich gespielt habe, ich weiß, dass es 2008 noch so war, 2011 noch so war, 2014 gab es eine Zeit, da war es noch so, dann aber nicht mehr und 2017, da kam ja Link Monster, da war das ja schon lange nicht mehr. Okay, ich scheine ihn zu beleidigen mit dieser Frage. Nein, so war das doch nicht gemeint. Also man muss jetzt mal sagen, alle Daten, die hier stehen, sind Master Rule Daten. Ja. Also das sind alles
Zahl von Master Rules, das heißt die Master Rule Veränderung. Und ja. Ja, komm, ey, was ist hier halt? Ja, ist doch richtig, wa? Ja, das wurde mit Pendel gemeinsam eingeführt. Ja, aber krass. Ich wusste auch, dass es sogar in den Raum ist, aber ich wusste nicht, dass es mit Pendel eingeführt wurde. Ist ja verrückt, Alter. Also ja, hättest du mir jetzt gesagt, 2014 oder 2015, hätte ich vielleicht überlegt. Aber ich war mir relativ sicher, 2014. Ja, warte, ich schreibe mal die nächsten Fragen hin um. Das heißt, du bist bei 60.000 safe? Das heißt, wir kommen... 16.000. Hab ich's? Ja, 16. Ja, meine ich ja. Das ist, wenn man schnell spricht. Oder vernuschelt. Kommen wir zur 32.000 Euro Frage. Und zwar, die nächste Frage lautet... Welches Monster wird am meisten auf Extra-Deck-Monstern als Material aufgeführt? Genix-Überwacher, Gerümpelsynchronisierer, rotäugiger schwarzer Drache oder Gefallener von Albas? Hast du mich. Das ist gut, das ist sehr gut. Wird Genex-Überwacher bei den ganzen Genex-Monstern als Material aufgeführt? Ist das schon noch eine Tippfrage? Nein. Nein, bloß nicht. Ich überlege gerade nur für mich, weil die Synchro-Monster sind doch eh kacke, obwohl die generisch sind. Also das habe ich immer von Genex im Kopf, deswegen gehe ich davon aus, dass der eigentlich bei so vielen gar nicht als Material aufgeführt wird. Gerümpel-Synchronisierer ist natürlich Gerümpel-Krieger, Gerümpel-Bogenschütze, Gerümpel-Zerstörer. Gerümpel-Wache müsste es auch sein. Gerümpel-Berserker. Gibt bestimmt noch ein, zwei. Mhm, ja. Es ist rotäugiger schwarzer Drache. Der ist bei Dragoon, schwarzer Meteordrache. Schwarzer Totenkopfdrache. Es gibt auf jeden Fall noch ein, zwei Red Eyes Fusions. Okay, kurze Frage, weil da weiß ich jetzt nicht, wie das Ruling technisch aussieht. Ich weiß nicht, ob du mir das beantworten darfst, aber es gibt dieses rotäugige schwarze Drachenschwert, was du nur mit Hermos beschwören kannst. Zählt das auch? Nein. Das zählt nicht, okay. Das ist ja eins weniger dann. Tja. Jetzt hast du alle durchgegangen. Jetzt musst du Gefallener von Albas nochmal durchgehen. Da bin ich mir am unsichersten. Ich merk schon, ich hätte mehr moderne Fragen nehmen sollen. Ja, also keine Ahnung, wen gibt's? Ja, Albion, Lubellion. Ist aber die Frage, ob die alle Albas brauchen. Mirror Jade, dieser Ungeheuer-Dings da. Da gibt's voll viele. Tja, die Frage ist ja, wie viele im Verhältnis zu den anderen? Das heißt aber auch. Okay, warte mal, ich gehe es mal so durch. Ja, genau. Mechabach, Kaliga. Was noch? Wen gibt's noch? Purgatrio. Wen gibt's noch? Kokaitos. Das heißt, das müssen ja locker mehr als 4, 5, 6 sein, weil allein Alistar wird ja bei voll vielen aufgelistet. Ja, ich hätte jetzt bei den Betrachten auch Alistar reinnehmen können. Aber ich dachte, das passt so mit den Retro-Sachen mehr zu dir. Du, da bin ich mir echt unsicher jetzt. It's time for the first Joker! Safe, weil Gefallener von Albas finde ich mir einfach zu unsicher. Also ich bin mir relativ sicher, Genex-Überwacher ist es nicht. Wenn es der jetzt ist, dann blamier ich mich jetzt gerade natürlich. Gerümpel-Synchronisierer könnte sehr gut sein. Da gibt's echt viele. Rotäugiger schwarzer Drache, wenn diese Hermos-Karte nicht mitzählt, auf den Xyz Monstern, also Metall-Leuchtfeuer ist er ja nicht mit als Material aufgeführt. Genau. Ja, das zählt dann halt nicht. Ne? Das ist dann wichtig, ja. Ja. Könnte aber auch gut sein, es gibt sehr viele Fusionen, die ihn erwähnen. Ja. Gefallener von Albas. Da weiß ich halt nicht, wie viele von diesen ihn wirklich brauchen, aber ich denke mal, die meisten halt. Nee, da nehme ich einen Joker. Ist halt die Frage, wer jetzt der sinnvollste ist. Tja. Also, kannst halt Publikums-Joker. Einen aus dem Discord fragen oder 50-50-Joker. Aber ich habe das Gefühl, 50-50-Joker bringt jetzt nicht unbedingt weiter. Nee, außer vorne auf Albas wird rausgekickt, aber ansonsten... Ja, wenn jetzt noch Genix-Überwacher und noch irgendwas anderes stehen bleibt, dann
bin ich mir relativ sicher. Aber so, wenn jetzt Gerümpel-Synchronisierer und Fallen auf Albers stehen bleiben würden, dann würde ich echt strugglen. Das Ding ist halt aber, das ist so eine breit übergreifende Frage von erster Anime über ein Themendeck, was keinen juckt, über Yusei's Deck bis hin zu heute, ist halt die Frage, wie viele Leute wissen das? Also, deswegen weiß ich nicht, wie... Der Chat ist sich sehr einig. Sehr einig? Würde ich behaupten. Ich habe nicht gesagt, dass er richtig liegt. Jetzt kann ich verunsichern. Ja. Also was waren nochmal die Optionen bei den... Also Telefonjoker ist, ich frage ein und dann Publikumsjoker ist, ich frage den Chat. Also Abstimmung. Genau, richtig. Ja, dann machen wir einmal die Abstimmung. Die Abstimmung? Ja. Okay, Leute. Wir gehen rein! In den Telefonjoker. Nein, in den Publikumsjoker. So. So. Einmal. So. Also streng genommen könnte ich jetzt sagen, wir haben jetzt nicht genau 60 Sekunden abgewartet, aber ich meine, wir haben schon über 170 Stimmen. Ich denke mal, das reicht. Ja. Wie viele Zuschauer haben wir denn? 600. Was ist denn jetzt los? Okay, crazy, ja. Also gar kein Druck für dich hier? Ich merk's. Ich dachte, dann mein letzter Stand war so 170 Zuschauer, aber jetzt hast du 170 Votes, okay. Ah, cool, dann ich werde angerufen, GG. So, also Umfrageergebnis. A, und das wäre ja James Überwacher, haben 5% gesagt von 200 Leuten. Ja. B, Gerümpelsynchronisierer haben 9% gesagt von 200 Leuten. C, Rotäuger haben 3% gesagt von 200 Leuten. Und D haben 83% gesagt. Ja, gut, Chat, dann vertraue ich natürlich auf euch, dann ist es der Gefallene von Albers. Ist es der Gefallene auf Albers? Ich habe sie eingeloggt. Ja. Okay, gehen wir Stück für Stück durch, ja? Wir wollen jetzt ja natürlich auch noch ein bisschen Infos mitgeben und wissen. Du bist echt krass, was Aufzählen angeht und so. Und das ist auch ein bisschen unheimlich. Ich habe Angst noch für die Millionenfrage, dass du einfach sagst, ja, easy, Punkt. aber Genix-Überwacher hat 5 ganze Monster, die ihn erwähnen. Oh, wow, okay, mit so viel hätte ich nicht gerechnet. Rotäugiger Schwarzer Drache haben 4. Ja. Gerümpel-Synchronisierer hat wie viel? Ich weiß es nicht. Fallen auf Albers hat sogar eine OCG-Karte mit drin, die wir noch nicht haben. Ah. Mit OCG okay. Eingerechnet sind es 10 Karten, die ihn erwähnen. So viel hat Gerümpel-Synchronisierer nicht. Und Gerümpel-Synchronisierer hat 5. Ich glaube, ich habe sie sogar alle 5 aufgezählt, oder? Ja, du hast alle aufgezählt. So krank. Ey, ich weiß nicht, was mit dir los ist, ey. Das ist ja unglaublich hier mit dir. Oh Mann, ey. Ja, okay. Krass, also... Ich wusste nicht, dass Albers so viele hat. Ich kenne halt nur die Guten. Die sind fast alle gut. Ja, aber nur die, die man halt kennt, also die so, die immer benutzt werden. Die ja. In jeder Combo-Lane benutzt werden, so. Ja, die sind auch fast alle dabei. Nicht 10, ja, das ist richtig. Ja. Naja, ist auch egal. Es geht ja nicht darum, was hätte können, sondern dass du die Antwort hast. Und mir fällt gerade ein, dass ich ja hier den Joker ausblenden muss. Nicht, dass du den nochmal hast hier. Und ich würde sagen, wir gehen in die nächste Frage. Merkst du, wird schwerer. Und jetzt sehen wir wieder. Vielen, vielen Dank für den Sub. Ich habe vergessen, die Alerts auszumachen. Richtig toll. So. Gehen wir weiter und zwar in die nächste Frage. Andere Musik. Es wird spannender. Mhm. Welche Karte besitzt keine Seriennummer? In Klammern der Code, der unten links drin ist. Flammencerebus, Muka Muka, Kukong der Evolution oder Kriechdrache? Also du weißt, was mit Seriennummer gemeint ist, ne? Ja. Unten links ist ja immer so eine Code auch für Spiele, so, ne? Also da kannst du ja so... Bei den Spielen. Ja, ich weiß. Und es gibt ironischerweise eine einzige Karte in ganz Yu-Gi-Oh!, die keine hat. Und sie ist hier drin bei den vier.
Das ist wild. Das ist wirklich wild. Und Fun Fact, das ist kein Fehler. Auch die Reprints haben keine Nummer. Okay. Das ist gewollt. Jetzt bin ich maximal verwirrt. Ich hätte es bei keinem erwartet. Die Frage ist heavy, das gebe ich zu. Meine Tendenz ist Kriechdrache. Mhm. Warum? Weil Kriechdrache, da war irgendwas mit, er ist Zombie-Drache, bevor er zum Zombie wurde und eigentlich ist er viel schlechter als der und keine Ahnung. Und ich meine, es gibt auch Kriechdrache Nummer 2. Vielleicht ist das so ein Ding. Achso, dass die gesagt haben, beim ersten machen wir keine Nummer, beim zweiten ist okay. Ja, also es gibt ja keinen Muka Muka Nummer 2 oder Kokon der Evolution Nummer 2, aber es gibt einen Kriechdrache Nummer 2, wenn ich mich recht entsinne. Da sage ich jetzt nichts. Ja. Flammcerberus, das ist dieses normale Monster, Feuer, ich glaube 2150 oder so, ne? Ja. Oder 350 oder so. Nee, das hat 2100 Angriffspunkte. 2100, okay. Ja, warum sollte der keine Seriennummer haben? Ja, es macht auch keinen Sinn, ne? Also es muss ja irgendwie schon Sinn haben. Muka Muka ist so random. Kokon der Evolution. Warum sollte man den nicht im Spiel haben wollen? Da gibt's auch Safe-Leute, die den einscannen wollen, um dann kleine Motte plus Kokon der Evolution zu machen, gerade weil es so bekannt ist. Oh, ja, ich habe nur eine Tendenz zu Kriechdrache, aber ich glaube nicht, dass ich den richtigen Grund erfasst habe. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da für einen Joker nehmen soll. Vielleicht 50-50, aber selbst dann, was bringt mir das? Also richtig Plan habe ich nicht. Du kannst einen Joker benutzen. Ja, aber wir sind bei 64.000, ne? Also ich habe noch mit dieser Frage viel zu beantworten, ne? Ja. Also ich sehe hier im Chat Leute, die es auf jeden Fall richtig haben. Also wenn du einen der Zuschauer fragst, könnte man natürlich vielleicht die richtige Antwort kriegen dabei. Mhm. Ja. Ich habe halt absolut keinen Plan. Also ich weiß gar nicht, woran es liegen könnte. Also möchtest du einen Joker benutzen? Ich denke schon. Möchtest du? Okay. Welchen? Wahrscheinlich den Telefonjoker dann, ne? Weil ja. Der andere bringt ja nicht ganz so viel. Okay, so Leute, dann gehen wir rüber zum Joker. Und ich wechsle mal eben auf Vollcam, weil wir werden hier gleich einmal rausmoven natürlich. Und jetzt die Frage natürlich, wen wählst du? Da sind einfach drei meiner Mods drin. Ja, dann vertrau dem Mod doch. Ja gut, dann nehmen wir den ersten, Herb. Herb? Also Table 1 ist das? Table 1, ja. Okay, dann joinen wir einfach beide rein. Ihr habt 60 Sekunden zusammen Zeit. So, es geht damit weiter. Das bedeutet, ihr habt jetzt 60 Sekunden Zeit, euch auszudiskutieren. Ihr kennt euch ja schon, deswegen ist das nicht schwer. 60 Sekunden laufen ab jetzt. Yes. Okay. Erstmal, wie geht's dir? Ja, gut soweit. Alles gut. Bin halt auch sehr gespannt, wie es jetzt weiter verlaufen wird. Und wäre dann dafür deine Frage sozusagen als Hilfe. Ja, dann sag an. Yes. Was denkst du, ist die Antwort? Die Frage war ja, welche von den Karten, die jetzt da aufgelistet wurde, hat keine Nummer? Also diese Codenummer, die du zum Beispiel bei den Spielen ja eingeben kannst. Das war ja unter anderem... Was waren das nochmal für die Monster? Kriechdrache, Kokon der Evolution, Muka Muka und Flammner Cerberus. Oh, ich weiß, Muka Muka ist es nicht. Das ist safe. Das weiß ich. Weil die Karte... Muka Muka ist es safe nicht. Also die hatten eine Nummer. Flammzeberus bin ich mir auch sicher. Okay. Der hat auch eine. Jetzt hat die Frage Kokon der Evolution oder was war es nochmal? Dieser Kokon und Kriechdrache. Kriechdrache. Ich glaube, die kam ja auch mal ein Speed-Duo raus. War das noch auf jeden Fall. Das kann ich mir irgendwie noch erinnern. Ich würde sogar zu C tendieren, diesem Kokon, weil
Der hat, glaube ich, bei Speedo hat er doch einen Reprint gekriegt. Das war ja safe bei den ersten Sets. Und ich glaube, der Esme hat dann wegen so einer bestimmten Stelle aufgetreten gehabt, weil ich dachte, das wäre so ein Fehler. Aber ich glaube, der hat tatsächlich keine Nummer. Also würde ich halt sagen, dass das C ist. Okay, die Zeit ist eh doppelt abgelaufen. Can, wir gehen rüber. Danke für die Hilfe oder Nicht-Hilfe. Wir gehen rüber. Gern geschehen. Vielen Dank. Noch. So. Zeit ist vorbei. So, ja. Zeit ist, warte mal, muss ich meine Cam wieder anmachen? Ja, das ist richtig. So. Tja. Bin ich wieder? So, okay. Ja, also ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass wir ein bisschen überzogen haben. Ich habe mir ein bisschen mehr Confidence gerechnet. Ich tatsächlich auch, aber ich vertraue ihm trotzdem. Ich sage, Kokon der Evolution ist es. Kokon der Evolution? Der Chat konnte das auf jeden Fall nicht ansehen. Okay. Also, wir haben jetzt einen Schuldigen, wenn es falsch ist. Nein. Okay. Das ja, ich hätte es ja auch selber wissen können. Genau, okay. Also, kommen wir mal zur Aufklärung. Blamzeberos ist eine alte Karte und die habe ich einfach nur als Joke mit reingenommen, weil sie im allerersten Spiel mit drin ist und man sie fusionieren kann. Lol, lustig. Ja, Mucka Mucka. Es gibt keinen Grund, warum diese Karte keine Nummer haben sollte, also hat sie eine Nummer. Kommen wir zu Kriechdrache und Kokon der Evolution. Ich würde sagen, ich sage erst, was richtig ist und dann erkläre ich das Ganze. Okay. Und Kokon der Evolution ist... Okay, krass. Geil, wie der Sound reicht. Es ist C, aber warum ist das so? Also, es gibt noch Spekulationen darüber. Man vermutet, weil Kokon der Evolution ja noch in der Evolution ist und noch keine richtige Karte ist, weil sie sich ja noch entwickelt, hat irgendwer gedacht, es ist lustig, der keine Seriennummer zu gehen. Und die hat ein Reprint in Speed Duel und hat auch keine Nummer bekommen. Also, es ist wirklich so. Ja, keine Ahnung warum. Ist halt lustig. Wild. Also, keine Ahnung. Ist auch so ein Thema, ich meine, das schon mal irgendwann aufgeschnappt zu haben, aber das ist dann wieder so weit weg, dass ich es auch nicht mehr wusste. Also. Ja. Okay. Wir kommen zur nächsten Frage, würde ich sagen. Und ja. Hat es in sich auf jeden Fall. Nächste Frage. Wieder eine neue Musik, denn es wird immer heikler zur Million. Nächste Frage. Wann erschien das erste Yu-Gi-Oh! Booster Set von Konami im OCG? Oh Mann. Im OCG. Also. Boah. 1996 kam, glaube ich, der Manga raus. Oder? Oder war das? Das kann gut sein. 1996? Kann gut sein. Oder war das 98? Ey, du bist das Archiv, Mann. Dein Wissen kann ich niemals übertreffen. Ich glaube nicht, dass es im selben Jahr noch einen Booster gab. Boah, nee, ich glaube, das ist die Frage. Da bin ich raus. Ja, aber erstens hast du noch einen 50-50-Joker und du kannst noch raten. Ja, also dieses Volume 1 ist das, ne? Oder? Ja, genau, korrekt. Guck mal, was ist da mit ihm? Er weiß sogar nicht, wie es heißt. What the hell? Ja, ich weiß, wie es heißt, aber jetzt die Frage, wann kam das raus? Also, wenn es 2002 im TCG kam, wann kam das denn im OCG? Kam das erst 1999? Naja, also das Ding ist ja natürlich, das Kartenspiel, also sag mal so, was waren die allerersten Karten, die es je gab? So random normale Monster halt, oder ja, was? Ja, nee, ich meine noch weiter darüber hinaus. Die ersten Yu-Gi-Oh! Aus- und Anime-Karten. Von welcher Firma waren die? Ja, die waren ja von Upper Deck. Ja, in Deutschland. Wir sind OCG, ne? Wir sind nicht, Ach so, ja, es gab ja noch mal ein anderes Spiel. Ja, okay, ja. Von Konami. Ja, es gab nämlich, ich sag's jetzt, weil das erinnert dir nichts, wenn du den Namen nennst, Bandai, es gibt Bandai-Karten, ja. Ja, doch, das weiß ich. Die haben auch, die sehen ganz anders aus, oder? Ja, genau, die sehen ganz anders aus. Die sehen ganz anders aus, ja. Da gibt's aber die Blue Eyes. Ja, aber, ja, das weiß ich.
Kann gut sein, dass das dann 1999 war. Könnte sehr, sehr gut sein. Vor allem 3 Jahre, bis dann LOB im TCG erscheint, könnte wirklich sein. Also 96 geht ja gar nicht faktisch, weil das war ja, da kam der Manga raus, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Die werden nicht im selben Jahr schon das Kartenspiel rausgebracht haben. Und wenn, dann nicht mit Firmenwechsel noch im selben Jahr. 97, 98, ja, wann? Wann war denn das erste Turnier nochmal? Das erste offizielle, also Konami-Turnier, war das 1999? Du, da bin ich wieder, du bist Archiv, ich hab da schon, bin ich, das weiß ich doch nicht. Ich weiß diese Frage auch nur, weil ich's recherchiert hab. Ja, ich schwank zwischen 98 und 99, alles andere ist zu früh. Mhm. Das war eigentlich der perfekte 50-50-Joker, aber den bräuchte ich ja dann eventuell für die nächsten Fragen. Ja. 98 oder 99? Früher definitiv nicht. Okay, da sind wir schon mal A oder B, das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Ja, wenn jetzt 50-50 Joker kommt und dann A und B bleiben, dann... Mach 50-50. Wirklich? Witzig für die nächste Frage? Ich meine, wenn du verlierst, dann bist du raus, das stimmt natürlich. Ja, na. Ja, komm, ey, du provozierst mich aber auch. Natürlich. Ja, gut, dann 1999. Komm. Mach. Oha, geht all in oder was? Ja, mach mal. All in? Hoi. Das ist aber. Da hast du den Joker nicht benutzt, wenn du jetzt rausfährst. Du hast mich dazu jetzt überredet hier, ey. Okay. Dann mal eine andere Frage. Ja. Wo war ich denn Anfang dieses Jahres? In Japan. Ja, und was habe ich da gemacht? Ja, alle Karten gesehen und. Ja, und was war das für ein Event? 25-jähriges Jubiläum. Ja. Wir haben 2024. Ja. Jetzt. Aber es war 2023 das Jubiläum. Also muss es ja 98 gewesen sein. Nein, das ist ein Fehler. Das Jubiläum ging bis zu dem Tag, bis 25 ist. Das heißt, 99 ist richtig! Oh, okay, ja. Das Jubiläum hat begonnen vorher, aber es geht bis zum Date. Deswegen. Ach so, das gesamte 25. Ja. Jahr. Ja. Okay. Ja, okay. Ja, ich habe die ganze Zeit 1999 schon gedacht. Ja, komm, okay. Ey, komm, war gut. Allein, dass du weißt, so, ja, das macht keinen Sinn. Anime, das ist super. Alter, wir sind bei 500.000. Dass wir so weit kommen, crazy. Aber ich sag mal so, es wird nicht leichter. Nächste Frage. Oh, das wird ein Brett. Ich habe mir die erste überlegt als 32.000 Euro Frage. Das ist mir aufgefallen, die ist ja viel zu schwer. Ja, dann bin ich ja gespannt. 500.000 Frage. Ja. Wie viele Flip-Ritualmonster gibt es? 3, 2, 1 oder 0? Flip-Ritual. Wie willst du denn ein Ritualmonster flippen? Bucken und dann aufdecken oder was? Ja. Durch einen eigenen Effekt oder so. Du kannst ja faktisch Ritualmonster nicht verdeckt beschwören. Oder gibt es eine Ritualzauberkarte, die das kann? Keine Ahnung. Flip-Ritual. Gibt's doch gar nicht. Ja, dann wäre die Antwort ja null. Das wäre ganz einfach. Ja, aber das wäre ja zu einfach. Ja, aber vielleicht ist das die Schwierigkeit. Gibt's ein Shadol-Ritualmonster? Nein. Es gibt Shadol-Flip-Monster, aber. Ja, das ist ja ein Flip-Deck! gibt es Crawler-Ritualmonster? Lichtverpflichtet Ritualmonster? Ich meine, wenn ich hier wäre, 50-50 Joker gut aufgehoben. Ja, aber das kann ja, wenn das dann Themendeck zugehörig ist, kann ja sein, dass es 3 gibt, kann ja auch sein, dass es 1 gibt. Also, ja, das ist ja, da kann ja, 50-50 bringt da ja nichts. Die Antwort kann ja alles sein. Ja. Aber wenn jetzt 0 rausfallen würde, zum Beispiel, dann hättest du ja zum Beispiel, weißt du, dass es anscheinend irgendwie diese Möglichkeit gibt.
Tatsache. Ja, du hättest dann eine 50-50-Chance von der 50-50-Chance mit Raten. Warum sollte man Ritualmonster flippen? Die können ja gar nicht face down kommen. Ja, doch, die eigenen Effekte oder andere Zauberkarten oder Feinkarten. Aus Interesse, was sagt der Chat dazu? Also, ich will nicht wissen, was sie sagen, ich will nur wissen, sagen die überhaupt was dazu? Sehr ich hab uneinig. Davon noch nie gehört. Sehr uneinig. Aber es sind die richtigen Antworten mit dabei. Aber das Ding ist, wow, die können jetzt auch raten, das heißt ja nicht, dass die... Ja, nee, ich will auch nicht wissen, was, ich will nur wissen, ja, so, ob da überhaupt was dazu gesagt wird. Boah, keine Ahnung. Ich gehe halt so durch, was gibt es für Flip-Themendecks? Es gibt Shadol, da gibt es kein Ritual. Es gibt Crawler, da weiß ich nicht, ob es Ritual, wüsste ich nicht. Was gibt's noch für Flip-Decks? Guru, hier, Subterra, gibt's ein Subterra-Ritual-Monster? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was gibt's noch für Flip-Decks? Oder vielleicht ist es ja auch gar nicht, aber es muss ja ein Themendeck zugehörig sein. Du machst ja nicht random ein Flip-Ritualmonster. Naja, aus Gag, weil erstens seine Art. Ja. Ey, die Frage ist so nervig, ne? Ey, raten oder Joker und dann raten oder weiß ich nicht. Nee, komm, diesmal wirklich, mach den 50-50-Joker. Okay, der 50-50-Joker wird aktiviert und... 1 oder 0, das kann halt beides sein! ja, das kann... Ja, entweder gibt's halt keine, das wäre logisch, oder es gibt halt, weil Konami lustig ist, das eine. Es ist beides möglich, es ist beides gleich möglich. Ja. Ich sag, gib es nicht. Null. Null? Ja. Letzte Antwort? Ja. Okay. Also. Es gibt, ich glaube sogar zwei Archetypes in Ritual, die Flip-Mechaniken unterstützen. Die Frage ist, können sie es selber? Hau mal raus. Der Archetype, den es auf jeden Fall gibt, heißt Prediction Princess. Das ist, ich noch nie gehört. Ist so ein Archetype. Und ich Retalk noch nie gehört. Und es gibt zwei Monster da. Das erste Monster ist kein Flip-Monster. Das zweite ist aber nicht. Habe ich noch nie gehört. Schade. Prediction Princess? Ja. Was ist das denn? Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ich habe es halt einfach gesucht. Das muss ich jetzt googeln. Ja, warte, ich kann dir sogar sonst, wenn du willst, das Bild schicken. Ich habe das Bild auf dem Desktop. Willst du ihm googeln oder soll ich ihm schicken? Was ist denn eine Prediction Princess? Ja, oder heißen die so richtig? Warte, ich habe es hier. Da ist sie. Ja, bitte, ich hab's dir geschickt. Dragons of Legend, kam die im Anime vor, oder was? Arc 5. Wahrsage-Prinzessin. Nee, sorry. Nee. Nee, keine Ahnung. Das ist, nee. Da bin ich raus. Guck mal, Arc 5, Deck von der Wahrsagerin. Das ist der Anime, den ich am wenigsten geschaut habe. Ah, das ist ja auch nicht schlimm. I mean, ja. Ich meine, hey, 500.000 mit wirklich quasi keiner Hilfe. Das ist crazy.